Okay. So, was haben wir hier? Jetzt. Nein. Oh je, yeah, okay. So. Das bringt mich aber noch nicht weiter, ne? Hier. Komm. Nicht so weit. Right. Kennst du das mit aufladbaren Sprung schon? Ducken und aufladen? Nee. Aufladbaren Sprung? Tja. Mein Gott. Erstmal muss ich das Trampolin da wieder zu fassen bekommen. Warte mal, ducken. Das sah jetzt nicht danach aus. Ducken. Ah, okay. Falsch. Ah, krass, okay. Ducken und warten, bis er kommt. Okay, das kannte ich noch nicht. Alles klar. Ja, ohne das wird schwer. Okay. Oh, die Zeit geht aus. Aber hier immer, okay, die Bumba, die kann man ja auch nehmen, ne? Auch wenn das jetzt nicht so clever. Muss ich mir die hier erst schnappen? Hey, Park, die Münzen sind eingespeichert. Das ist ja ein Checkpoint-System. Ja, nice. Ja, schon was dazugelernt, auf jeden Fall. Ich jetzt mit dem. Wieder runterfallen lassen. Muss ich. Ne, da oben muss ich nicht unbedingt hoch. Was sind da unten rechts für ein Fall? Muss ich die zerstören oder was? Werf mal etwas auf den Goomba, wo Pfeil draufsteht. Ach, lol. Okay, das ist krass. Ja, das ist halt krass. Ich kenne halt die ganzen Mechaniken nicht, ne? Okay. Deine Level sind auch mega gut aufgebaut. Schaue ich mir wahrscheinlich bei Zeit auch mal an. Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Gut so, und jetzt musst du nur noch überlegen, wie du eine Brücke baust, dass der den Goomba rechts trifft. Bauen. Ach so, ja, okay. Dann weiß ich wohl. Ob das so klappt. Nice. Okay, coole Mechanik eigentlich. Dass die Goomba so durch die Wände fliegen. Oh, okay.
Okay, lass mich mal überlegen. Ich den auch irgendwie nehmen? Ein Kettenhund? Eigentlich nicht, ne? Geht hier? Da kommen nur neue raus. Nee, das funktioniert nicht, ne? Danke schon mal für Feedback, Greenhawk. Ich werde euch auch mal drauf schauen und die Level spielen, wenn da nicht Troll und Kaiser dabei ist. Ja, aber wir jetzt haben keine Level, Greenhawk hat aber auch echt gute. Das ist bestimmt wieder irgendeine Mechanik, die ich noch nicht kenne, ne? Ist wahrscheinlich in jedem Raum so eine Mechanik. Doch, geht. Okay. Oh, ja, genau so. Braves Hundi. Braves Hundi. Ach, die hätte ich nicht wegmachen dürfen, ne? Ah, okay. Alles klar. Ich würde auch gerne unseren Discord-Server joinen und da unter SM2 eure Level austauschen. Ja, das geht auch. Wir haben dann SMM2 Channel. Okay, also die Großen dürfen nicht getroffen werden. So also. Nice. Okay. Okay, schade. Ich kletter erstmal hier hoch. Macht ihr euch ab und zu Multiplayer oder Versus dann in einem Sprechkanal miteinander austauschen? Das haben wir Anfang des Jahres ab und zu mal gemacht, allerdings ist das mit der Online-Verbindung ja immer so eine Sache. Da gab es viele Lags immer. Und jetzt kommt bei mir noch dazu, dass ich ja umgezogen bin und ja, nach falschen Versprechungen des Internetanbieters jetzt hier nur eine 6000er Leitung habe, auch über DSL und deswegen zurzeit auf einen 4G-Router. Ein 4G-Router angewiesen bin und der Ping da nicht sonderlich gut ist. Generell, deswegen hab ich auch nicht eigentlich die Möglichkeit, abends mal wieder zu streamen, weil das mit der Verbindung da so scheiße ist, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Da kann ich kaum ohne Lags spielen. Aber ja, an sich haben wir das schon gemacht. Aber mit etwas Glück, wenn die nicht wieder irgendwas versprechen, was sie nicht halten können, habe ich bald wieder DSL-Internet. Gutes. Mal sehen. Ne, das wird nichts. Muss ich das mit dem Großen vielleicht machen? Oh, einen Moment mal noch.
So, da bin ich wieder. So, und schauen wir mal, dass wir mit dem großen Monty hinbekommen. Ah, ja, aber so nicht. Okay, das hat mir jetzt was gebracht? Nichts. Muss ich das mit dem... Okay. Muss ich irgendwie mit den Kleinen auch da hochbekommen? Jeden Fall kann der schon mal hier runter. Warum ist hier... Funktioniert das mit dem... Das passt doch nicht, ne? Doch, das passt. Okay. Oh Gott. Hat ja super funktioniert. Der aufgeladene Sprung. Ja, okay, du. Das klappt schon noch. Alter. Du musst nach unten gedrückt lassen und dabei springen. Du stehst immer erst auf und springst. Ach so, okay. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt gerade die beiden Montys zerstört, wenn ich... okay. Sobald man aus dem Token rausgeht, ist es nicht mehr aufgeladen. Ja, ich verstehe. Ich habe gedacht, das hätte ich gemacht, aber offensichtlich nicht. Nice. Da oben gibt es bestimmt vielleicht noch was, aber Zeit reicht nicht mehr. Ja, nices Level. Ja, Timer. Richtig, richtig. So. Dann kommt noch mal eins von Greenhawk. Link's Adventure, nice. Explore the Temple with Zelda-like Gameplay Mechanics. Nothing war so ein Safecoin an der Schlüsseltür. Falls man stirbt mit allen Münzen, dass dann nicht alle. Nice, das erste Mal, dass ich den spiele. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Das ist, wenn ich... Ah, so geht, okay. Hallo, ich bräuchte noch mal. Danke. So. Aber hier komme ich nicht durch, ne? Runter sollte ich, glaube ich, auch nicht.
Sollte ich da vielleicht... Problem ist, dieses Checkpoint-System geht da nicht auf. Sobald man einmal alle Münzen angesammelt hat und stirbt, ist das ein Key-Death und alle Münzen sind verloren. Dadurch müssten Spieler alles nochmal sammeln. Oh, blöd. Ich glaube, ich sollte da nicht lang springen. Aber hier komme ich auch nicht durch. Hä? Ah! So, ah, so kann ich Bomben rausholen. Ah, I see. Bruh, nein. Frechheit. Oh. Okay, aber jetzt wissen wir ja, wie es geht. Irgendwie so. Nein. Ah. Kommt jetzt kein neuer, ne? Muss ich zurückgehen. Und sterben. Okay. Mein Gott. Okay, einen Moment noch mal kurz, Leute. So. Ich muss nicht zurückgehen. Oh, kann ich den nicht aufnehmen? Oh. Wir kommen hier nicht rein. Nicht? Ah, okay. Kann ich das nicht auf, den nicht aufnehmen? Aber jetzt bin ich hier eh durch, erstmal. Erstmal müssen die Manscher da weg. Kann ich hier irgendwas machen? Ah, ich kann noch Pfeile schießen. Ja, cool. Okay.
Dann muss ich wahrscheinlich den so treffen, ne? Aber das war jetzt schon zu weit oben. Ja, okay. Alles klar. Nice. Oh, bin ich aus den runtergegangen. Nice. Cool, das mit dem Bogenschießen. Ich finde cool, dass sie so ein Dings reingemacht haben. Ich freue mich auch schon nächstes. Ich hoffe ja sehr. Die haben ja jetzt diese 3D All-Stars rausgebracht. 35. Mario-Jubiläum. Und nächstes Jahr hat Zelda ja 35-jähriges. Und da hoffe ich, dass die vielleicht auch so eine All-Stars-Collection von Zelda rausbringen. Oh nein. Gucken wir mal, ob wir noch einen bekommen. Ja, nice. Kann ich eigentlich die Buhus auch damit töten? Okay, Pfeile stehen nach unten, aber es ist falsch, nach unten zu gehen. Muss nicht zurückgehen. Twilight Princess OOT und Majora's Mask. Ja, sowas, ne? So ein Zelda OOT, Majora's Mask und TP Collection hätte schon was. Ja, das wäre mega geil. Twilight Princess muss auf jeden Fall dabei sein. Liebe es. Ach, muss ich hier runter praktisch, ne? OOT, klar. Klassiker muss dabei sein. Und dann Majora's Mask bietet sich natürlich an, ne? Wobei Wind Waker natürlich auch mega gut sein soll. Kacke. Aber die haben ja TP schon von GameCube auf Wii geportet. Ob die das nochmal machen, ist fraglich. Ja, weiß nicht, wie das war, ob das wirklich so lange vorher für GameCube rauskam oder ob es nicht gleichzeitig für GameCube und Wii rauskam. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Oh Gott. Zelda hat aber trotzdem schon so viele Remakes bekommen. Ja, das stimmt auch, aber trotzdem fände ich das schon cool. Naja, es passt halt, weil OOT und MM und TP stehen in Verbindung. Ja. Sind natürlich nicht die einzigen Zelda-Teile, die in Verbindung stehen, ne? Nein! Oh, fuck. Die haben TP auch auf Wii U nochmal gemacht. Ach, für die Wii U gab's das auch nochmal? Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, schade. Aber es ist halt einfach mega gut, ne? Ich habe jetzt nicht viele Zelda-Spiele gespielt, aber von denen auch, die ich gesehen habe, ist das auf jeden Fall mein Lieblingsteil. Wii U sogar auch, ja. Wii U Games kann Nintendo gut auf die Switch bringen, das stimmt. War die Zeit vorbei. OOT und MM haben auch einen 3DS-Port bekommen. Stimmt. Stimmt. Ja. Also im Prinzip kannst du ja sagen, dass bis auf die Teile, die davor spielen, alle Zelda-Teile mit OOT in Verbindung stehen, weil sich an OOT halt die Zeit teilt, ne? Praktisch in die drei Stränge.
Uff, das war ja nice. So ist das natürlich entspannter mit dem Schwert, wenn man es behält. Jetzt komme ich hier wahrscheinlich nicht mehr ran, ne? Natürlich blöd. Da habe ich wieder eins. Oh Gott! Das war jetzt plepphaft. Aha. Und wo war jetzt die Schlüsseltür? Muss ich hier rein, vielleicht für die Tür? Yusuf, moin, willkommen im Stream. Na, in TP trifft man ja den Link aus OOT, zudem ist das dieselbe Timeline. Ja, wie gesagt, in OOT trennen sich die Zeitlinien ja erst, ne? Das heißt, alle nachfolgenden sind eigentlich die gleiche Zeitlinie wie OOT. Ich habe SM2 so vermisst, warum bin ich so dumm? Ja, keine Ahnung. Ich wollte auch unbedingt nochmal meine Wii U aufbauen, habe aber das. Oh Gott! Das Stromkabelnet ist auch eine Schande, dass ich das von der Wii nicht nehmen kann und bin am struggeln, ob ich einmal ein neues kaufe. Frag mich gerade, was das hier jetzt ist. Ja. Ah, okay. Dass man das von der Wii nicht nehmen kann für Wii U, ja, ist halt schon ein anderes, ne? Anderes System. Braucht unterschiedliche Spannungen und sowas. Deswegen macht das schon Sinn. Aber. Ja, ich weiß nicht, Wii U. Ja, das war so ein nice Try, ne? Auch generell die Konsole. Sag mal deine Adresse, Nico, ich schick dir meins, brauchen wir eh nicht mehr. Ja, das stimmt. Bei unserer Wii U, da hat sich der eine Kater von Marvin mal gedacht, boah, die schmeiße ich jetzt mal runter. Und seitdem, ja, funktioniert das CD-Laufwerk nicht mehr. Wir haben zwar